Willkommen Harry Potter Freunde und Lego Freunde zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Und zwar in der Lego Harry Potter Collection, die sowohl die Jahre 1 bis 4 als auch die Jahre 5 bis 7 umfasst. Ursprünglich sind die Jahre 1 bis 4 am 25. Juni 2010 erschienen. Und die Collection ist dann am 21. Oktober 2016 für die PlayStation 4. Und zwei Jahre später, am 30. Oktober 2018, für Nintendo Switch und Xbox One erschienen. Entwickelt wurde das Ganze von Traveler's Tale und herausgegeben von Warner Bros. Interactive Entertainment. Und das ist jetzt das erste Lego-Spiel, das ich hier spielen werde. Zumindest hier auf dem Kanal. Ich kenne das Spiel bereits, zumindest den Anfang. Ganz durchgespielt habe ich es nie. Aber ich bin großer Freund der Lego-Spiele. Und das wird nicht das letzte sein. Das wird aber der Anfang von einer, ja, vielleicht etwas längeren Reihe sein. Denn natürlich werden wir noch den zweiten Teil, also die Jahre 5 bis 7, spielen. Und ich habe auch noch andere Lego-Spiele geplant. Lego City. Jurassic World auch gerne. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Jahren 1 bis 4. Ja, allein diese Musik. So, da sind unsere Protagonisten, Harry, Ron und Hermine. Und als Kind mochte ich Lego sehr und ich bin immer noch einer der größten Harry Potter Fans. Von daher freue ich mich jetzt wirklich sehr auf das Spiel. Es ist sehr humorvoll gehalten, aber es ist eines der ersten Lego-Spiele. Das heißt, das, was wir aus den heutigen Lego-Spielen kennen, sowas wie, Sprachausgabe, haben wir hier nicht. Das ist schade, aber das wird ganz gut umgangen. Also, kann man sich drauf freuen. Und wir legen ein neues Spiel an. Hier in Hogwarts. Ja. Und da sind wir im Ligusterweg Nummer 4. Naja, im Ligusterweg und Nummer 4 wird irgendwo hier sein. Und das meine ich mit dem Humor hier im Spiel. Ja, Hagrid bringt Harry her und Dumbledore legt ihn vor die Tür der Dursleys. Der Beginn einer sehr schönen Geschichte, auch wenn sie nicht immer schön ist. Und Harry muss schuften wie ein Hauself. Ja, es werden sehr viele Briefe. Jetzt fliehen die Dursleys in die Weiten Englands und in die Nordsee.
Aber Hagrid ist schon da. Und kann Harry endlich den Brief überreichen. Ja, und ich glaube, damit geht's jetzt auch für uns los. Hier in London. Beim tropfenden Kessel. Ja. Also. Was wollte ich noch erzählen? Die Spiele basieren eher auf den Filmen als auf die Bücher. Aber das macht überhaupt nichts. Denn ich finde auch, die Filme sind gut. Gerade die ersten sind ziemlich gut und danach sind sie immer noch gut. Okay, also, was können wir machen? Wir spielen auf jeden Fall gerade Harry, können aber auch zu Hagrid wechseln. Und, ja, genau. Hagrid kann auch zaubern. Harry kann es, glaube ich, noch nicht. Ich muss aber mich gerade auch in die Steuerung einfinden. Ist gar nicht so einfach. Ah ja, okay. So, mit den Objekten hier können wir spielen. Zumindest die, die sich... ja, so... anfokussieren lassen. So, jetzt lassen wir hier die Kerze umdrehen. Ich würde das Spiel zwar sehr gerne zu 100% spielen, aber ich glaube, das wird ein bisschen viel. Das heißt, wir spielen die Story und wenn dann auch die 100% gemacht werden, dann in einem Livestream. Aber okay, machen wir erstmal hier weiter und heben Harry nach oben, wechseln dann zu ihm und holen dieses, ich nenne es mal Dingen, wenn ich es kriege, ja. Und gehen damit hier runter. Setzen es in die Tür ein. Und dann wird auch klar, damit öffnet man die Tür. Habe ich hier sonst irgendwas vergessen? Ja gut, wir können auch sehr viele, ich sag mal, Fahrzeuge nutzen. Auch wenn dieser Stuhl natürlich kein klassisches Fahrzeug ist. Gut. Hagrid, öffne bitte die Tür. Denn, so schön der tropfende Kessel auch ist, wir wollen ihn nur als Durchgang nutzen, um hier hinzukommen, in die Winkelgasse. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier noch viel erledigen soll. Ich will auf jeden Fall ein paar Stats sammeln. Was haben wir hier? Ah ja. Was wir in den Kapiteln immer sammeln können, wir werden es aber nie vollständig kriegen. Das geht erst nach der Story, ist ein bisschen schade. Aber wir können 4 Hogwarts-Wappenteile sammeln. Ich werde versuchen, da so viel zu kriegen, wie geht. Aber ich weiß nicht, ob wir alles kriegen werden. So. Was kann ich denn hier zusammenbauen? Ich glaube, so ein Putzdingen. Ja, ja. Und wen haben wir denn hier? Professor Quirrell. Mhm. Na, ich will dich retten. Komm hier runter. Pff. Harry muss mal selber hochgehen. So, das ist nämlich auch eine Aufgabe, die wir erledigen müssen. Schüler retten. Huch. Ja. Also der Anfang ist noch ein bisschen, zieht sich noch, würde ich sagen. Aber das wird dann schon besser. Und Harry kann leider nicht zaubern, noch nicht zumindest. Deswegen bin ich hier weiter auf Hagrid angewiesen. Ich will aber auch wirklich alles nutzen. Das ist so ein schönes Spiel, das sollte man wirklich in vollen Zügen genießen. Und ich meine auch, das ist eines der besten Harry Potter Spiele. Denn wir werden Hogwarts erkunden können und zwar wirklich ziemlich ausführlich. Ah ja, und hier werden wir einen Zaubertrank brauen. Die erste Zutat ist die Spinne. Ein Eis brauchen wir allerdings auch noch. Ist ja sofort hier. Und die Blume. So, was bringt uns dieser Zaubertrank? Er sprengt die Barrikaden, alles klar.
Ja, ich würde gerne noch. Ich würde sagen, Hagrid ist zu schwer für das Trampolin. Aber Harry kann es benutzen. Und dann verjagen wir die Katze und holen uns hier den lila Stud. Der ist nämlich wichtig. Oder zumindest wertvoll. Ja, so. Und jetzt haben wir hier so eine Stelle, an der nur starke Charaktere schwere Ketten ziehen können. Ist also eine Aufgabe für Hagrid, ganz klar. Als Halbriese ist das für ihn kein großes Problem. Und ab geht's in die Bank. So. Ja, ich wechsle wieder zu Hagrid, weil Harry halt gerade nicht sehr viel tun kann. Ja, ich kann jetzt zwar hier die Bücher zusammensetzen, ich weiß aber gerade auch gar nicht genau, was meine Aufgabe ist. Aber das erfahren wir schon noch irgendwo. Na, ich sehe zumindest, dass ich hier ein paar Lampen anstellen kann. Mhm, 8 Stück. Das war aber nicht die Lampe. So, das ist die Lampe. Hier ist noch eine. Dann hier noch. Ja, ich meine, die sind ja alle. Man kann sich denken, wo sie sind. Und ich habe auch jetzt gesehen, wo ich hin muss. Ach, ich will doch nicht die Notizbücher. Die bringen mir ja nichts. Klar, die Stats sind gut. Nein, der lila Stud ist vor allem wichtig. Ja gut, jetzt setze ich hier die Bücher zusammen. Was kommt hier? Ah ja. Wieder eine Aufgabe für Harry. Also das Spiel eignet sich sehr gut auch für den Multiplayer-Mode. Kann man sich, glaube ich, denken. Aber alleine spielt sich das auch ganz gut. Man hat ja eigentlich keine Probleme, wenn man alleine spielt. Aber. Ja, ich glaube, ich bin jetzt fertig damit, hier alles zu prüfen. Schauen wir mal, was uns der Kobold hier zu sagen hat. Falls er uns beachtet. Naja, weiter geht's. Okay, Hagrid hat den Harry-Schlüssel. Und der Kobold hat seine Rechnung ganz gut gemacht. So. Jetzt können wir auch, ja, Griffook spielen. Der Kobold hier. Und der kann zwar nicht zaubern, aber er kann hier Schlüssel benutzen, um den Durchgang zu öffnen. Also man merkt schon, den Anfang hier kenne ich. Irgendwann weiß ich dann aber auch nicht weiter. Ich meine, das erste Jahr hätte ich durchgespielt und im zweiten habe ich irgendwann aufgehört, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Aber nicht, weil es mir nicht gefallen hätte oder so. So. Jo, dann fahren wir mal hier auf dem Dingen. Oh Gott. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr zurück. Ja, das ist besonders gut. Aber ich bin auch gerade nicht sicher, was ich hier machen soll. Oder ist einfach... Ach so. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir hier mal dran. Hier ist ein bisschen Geld, ja. Und hier ist wieder eine Stelle für Griffook. Und mit diesem Legostein können wir was zaubern. Ja, ein Gemälde. Und aus dem Gemälde gibt es... Ja, was denn nun? Ach so, gar nichts, aber da kann man jetzt rein. Okay, dann auf in die Lore.
und in die Tiefen von Gringotts zu den Verliesen. Okay, war jetzt nicht so spektakulär. Im Verlies von Gringotts, okay. Ja, ich wechsle wieder zu Hagrid, um hier ein bisschen zu zaubern. Da ist ein Drache. Ist natürlich ganz gefährlich. Ich glaube, den können wir auch einfach ausschalten. Genau. Okay, Griffo kann aber erstmal hier das Schloss öffnen. Ich mache hier auch alles kreuz und quer, ich weiß. Ich glaube, die andere Tür führt uns sofort ins, ja, in der Story weiter. Deswegen will ich hier erstmal alles plündern. So, hier noch mit den Fackeln spielen. Bringt aber auch nicht wirklich was. Was haben wir hier? Harry? Haben wir hier drauf? Und den lila Stud sammeln. Dann kann Hagrid aber weitermachen. Denn hier sind noch Fackeln, die ich an die Wand bringen möchte. Ja, und dann nochmal der Schlüssel von Griffook. Um das Verlies hier zu öffnen. Ja, und Harry ist reich. Er hat zwar schreckliche... eine schreckliche Familie. Aber er hat Geld. Immerhin. Aber ich werde ja noch Freunde finden. Und Feinde. So. Hagrid hat was mitgenommen, was später noch wichtig wird. Und Mr. Ollivander, der Zauberstabmacher, hat wohl jetzt geöffnet. Das heißt für uns, wir holen uns einen Zauberstab. Ja, der vielleicht nicht. Auch der nicht. Aber der scheint gut zu sein. So, jetzt kann er endlich auch Harry zaubern. Ein Geschenk von Hagrid gibt's auch. Eine Eule und einen Hut. Oh Mann, das Spiel ist so gut. Okay, Level abgeschlossen. Ja, Hauswappen haben wir jetzt nur eins bekommen, das von Slytherin. Wahrer Zauberer werden wir auch nicht geschafft haben, fürchte ich. Ah, da hätten wir ein bisschen mehr Stats sammeln müssen. Ja, wahrscheinlich 70.000. Vielleicht sogar nur 68.000. Sehr schade. Schüler in Gefahr, haben wir einen gerettet. Dafür gibt es einen goldenen Block. Einen goldenen Stein. 200 gibt es insgesamt, also... Na gut, wir haben ein paar mehr gesammelt. Zwei immerhin. Ja, ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch. Ich habe hier ein bisschen Angst, was die Partlänge angeht. Denn die Kapitel sind, glaube ich, teilweise relativ lang. Und ich würde immer gerne ein Kapitel auch in einem Part abschließen. Naja, mal gucken. So, jetzt sind wir hier in King's Cross. Zwischen den Plattformen, zwischen den Gleisen 9 und 10. Und da kommen die Weasleys. George und Fred, Percy offensichtlich, und Ron schafft es nicht. Molly ist auch dabei. Und Ginny. Und da ist der Hogwarts Express. Und Harrys Brille ist hinüber. Und Ron schafft es auch nicht, sie zu reparieren. Aber Hermine, die da vorbeigekommen ist, hat es geschafft. Und jetzt geht's nach Schottland. Zur Schule für Hexerei und Zauberei. Nur mit den Booten reisen wir hinüber.
zum Schloss. Mach ich lieber Hogwarts? Ah, ja. Und da war Malfoy. So, der sprechende Hut wird jetzt entscheiden, wo es hingeht. Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff oder Slytherin. Als erstes ist Ron dran, weil das W im Alphabet so weit oben steht. Und für ihn geht's nach Gryffindor. Welche Überraschung. Für Malfoy geht's nach Slytherin. Und bei Harry hat es ein bisschen gedauert, aber schließlich geht's für ihn doch nach Gryffindor. Dumbledore freut sich. Und Percy, der Vertrauensschüler von Gryffindor, zeigt uns das Schloss mit den sich bewegenden Treppen, die sicherlich von jedem Bauamt genehmigt würden. Okay, jetzt sind wir hier im Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Und ich schaffe es... Ah ja, jetzt schaffe ich es auch hier drauf zu springen, jetzt wo das Bett auseinander ist. Ich würde sagen, die Nächte werden jetzt auch kalt, wo ich die Heizung zerstört habe. Aber ich will mal eben hier über die Betten springen. Hier ist Dean Thomas, einer unserer Mitschüler. Kann ich noch nicht zaubern? Okay. Ja, scheinbar lässt er mich nicht. Finde ich ein bisschen... Oder fehlen mir noch Teile, das kann sein. Aber ich kann scheinbar noch nicht zaubern. Ja. So, den goldenen Stein nehme ich mit. Haben wir schon drei. Dann wird's ja bald. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, warten wir? Okay. Ja. Ich sehe, ich muss mich hier noch ein bisschen einfinden. Eigentlich müssten hier 5 Betten stehen. Aber okay. Ja, ich zerstöre hier noch eben die Spinnweben. Aber wir gehen erst im nächsten Part die Treppe runter und schauen, was sich hier so in Hogwarts alles tun lässt. Ich freue mich drauf. Wenn ihr genauso große Harry Potter Fans und Lego Freunde seid, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Ich würde mich auch über einen Daumen freuen. Ja, und bis dahin, alles Gute.